Willkommen zurück hier zu Gothic und ich habe mir versprochen, nebenbei meine 31 Lernpunkte in Mana investiert, habe jetzt 66 Mana, die jetzt auch voll sind und weil ich gerade dabei bin und hier bei Xardas, will ich hier nochmal ansprechen auf die Möglichkeit, Uriziel als Magier zu führen, auch wenn ich das nicht tun möchte, ich würde gerne wissen, wie das geht. Du erwähntest einen Weg, wie ich Uriziel auch als Magier wirksam führen könnte. Wenn du Uriziel genau betrachtest, wird dir der große, blau schimmernde Edelstein in der Klinge sofort auffallen. Er ist das Gefäß für die magischen Kräfte der Klinge. Wenn ich den Stein entferne, kann ich daraus eine Zauberrune herstellen, welche die Eigenschaften von Uriziel selbst in sich trägt. Eine Zauberrune aus Uriziel? Mit der Kraft der Rune wirst du deine Feinde ebenso besiegen wie mit der Kraft des Schwertes. Aber sei gewahr, dass nur ein Meister des sechsten Kreises der Magie eine solche machtvolle Zauberrune beherrschen kann. Okay. Leider habe ich gerade nicht genug Lernpunkte, um den sechsten Kreis zu lernen. Und so wie es aussieht, werde ich das wohl auch nicht mehr tun. Es sei denn, ich level nochmal 4 Levels. Gut, damit habe ich Uriziel. Damit ist klar, was ich machen muss. Glaube ich. Genau, der Schläfer wartet auf mich. Das ist richtig. Da kann ich jetzt hingehen. Das wäre tatsächlich jetzt auch das, was ich tun müsste, um das Spiel zu Ende zu bringen. Aber ich habe mir was überlegt. Und zwar bin ich noch nicht überall gewesen in diesem Spiel. Und wenn ich jetzt zum Schläfer gehe und ihn besiege, dann ist das vielleicht unterhaltsam und spannend. Und keine Sorge, das kommt auch alles noch. Aber es gibt noch die ein oder andere Quest, die ich gerne... Ups, das war vielleicht blöd. Die ich gerne noch abschließen möchte. Ach komm, ist doch egal. 2 davon. Wunderbar. Oh, was habe ich da? Was habe ich denn da? Geschicklichkeit plus 3. Vielen Dank. Und kurzzeitiges Sprinten für 2 Minuten. Sehr schön. Das hätte ich jetzt gerne. Denn ich möchte... Wohin gehen? Ich möchte noch ein paar Sachen erledigen hier in der Welt, bevor ich mich nochmal zum Schläfer begebe und ihn endgültig besiege und das Spiel zu Ende bringe. Und das beinhaltet... Einerseits die gesamten Gardisten rund um das alte Lager, weil ich immer noch hoffe, dass einer von denen den Schlüssel hat, mit dem ich diese dämliche Tür in der Burg öffnen kann. Und zweitens gibt es dann noch einen kleinen Ort hier in der Welt direkt nebenan, den ich schon immer erforschen wollte, wo ich aber bisher nie hinkam, weil die Gegner zu stark waren, wenn ich dort war. Das ist der Turm, den ich mal versucht habe zu besteigen, falls ihr euch erinnert, auf dem Weg vom alten zum neuen Lager. Auf den Turm muss ich glaube ich nicht hoch. Ich bezweifle, dass es da irgendwie was Sinnvolles gibt. Aber dahinter sind Snapper, die ich damals nicht besiegen konnte und mittlerweile locker besiegen kann. Und ich glaube, hier unten in der Höhle war ich auch noch nicht. Deswegen mache ich hier mal hier. Ey! Und mir fällt gerade auf, der Gegner hat gerade nicht geblockt. Das ist sehr gut. Ich glaube, hier war ich auch noch nicht, oder? Oder war ich hier schon? Ich weiß es gerade nicht. Hier ist eine Kiste. Eine Truhe, um genau zu sein. Ja, hier war ich schon. Okay, alles gut. Dann war ich hier schon. Tut mir leid. Aber da war noch ein Orkhund. Haha. Ein bisschen Erfahrung abgestaubt. Genau. Erstmal die zwei Gardisten, die mich am Anfang so angepöbelt haben und mir mein Erz wegnehmen wollten, als ich ins Ork-Gebiet gehen wollte. Das geht gar nicht. Und jetzt ist endlich die Zeit gekommen, um Rache zu nehmen. Was ist denn eigentlich hier hinten? Gibt es hier irgendwas Neues im sechsten Kapitel vielleicht? Das Feuer brennt immer noch. Keine Gegner. Es ist gut 14 Uhr. Ich bin voll geheilt. Mein Mana ist voll. Und irgendwie, nö, hier ist niemand. Also schlafen muss ich nicht. Das ist weder von der Uhrzeit her noch von den Punkten her nötig. Hier ist irgendwie auch niemand. Keine Ahnung. Gut. Dann werde ich mal tun, was ich tun wollte. Und mit diesem
diesen beiden Gardisten hier quatschen. Oh, Waldbären. Oh, noch mehr Waldbären. Ich kann es einfach nicht lassen. Ich musste ja beim letzten Mal auch das einzelne Erz immer aufsammeln. Kurz vorm Erzhaufen. Wow, von wegen Reden, ey. Oh, es macht Feuerschaden. Das finde ich ja mal nett. Hab ich jetzt komplett umgebracht? Wollte ich ja eigentlich nicht. Sondern erstmal gucken, ob sie mich nochmal angreifen. Ja, ich habe sie komplett getötet. Okay, das heißt, Uriziel ist ab sofort auch für menschliche Gegner sofort tödlich. Das ist gut zu wissen. Okay, da muss ich also aufpassen. Wenn ich jemanden nur umlegen will, muss ich... Tatsächlich, auch der brennt. Wenn ich jemanden einfach nur umlegen will, dann muss ich wohl auf Innos Zorn wechseln. Wie gesagt, hier links direkt hinter mir ist der Weg, den ich nehmen möchte. Ich will aber zuallererst, wie gesagt, alle Gardisten rund um das Lager. Und wenn ich schon dabei bin, genau das hier tun. Ich kann zwar aller Wahrscheinlichkeit nach diese Punkte nicht mehr investieren, aber ich kriege ja mit jedem Level up ein paar Lebenspunkte mehr. Und ja, das ist mir eigentlich wert, ein paar Lebenspunkte noch draufzulegen, draufzusetzen. Ich meine, ich habe jetzt 479, das ist eigentlich genug, streng genommen. Oh, wer ist das hier? Diego. Der ist mir nicht feindlich, oder wie? Magie zu Ehren. Was? Was? Kannst du mir was beibringen? Ja. Bei mir kannst du lernen, deine Geschicklichkeit zu verbessern oder deine Kampfkraft zu steigern. Oh Mann! Gib mir mal Stärke! Du bist am Ende deiner Möglichkeiten. Du solltest etwas anderes lernen. Ach, schade. Ich könnte Geschick steigern, um besser Bogen zu schießen. Allerdings würde ich ja lieber Bogenschießen direkt lernen. Komm bald wieder. Nö, das bringt jetzt erstmal nichts. Mach's gut. Interessant, dass Diego nicht sauer auf mich ist. Finde ich gut. Hat er vielleicht den Schlüssel? Wer weiß. Zuerst mal die da. Hey Jungs. Alles klar? Gladwin? Willst du dich nochmal mit mir anlegen? Gerne. Danach bist du aber tot. Wir sehen uns. Pass gut auf dich auf. Warum genau sind die jetzt nicht sauer auf mich? Hey, wollt ihr mich nicht angreifen? Wer hat hier das Sagen? Ich hab hier das Sagen. Und ich sage, sei vorsichtig, was du sagst, Junge. Das ist ja interessant. Warum greifen die mich nicht an? Die waren doch letztes Mal noch so... Waffe weg! Aggressiv. Die Waffe weg! Dein Glück. Als ich in Grimm war... Steck die scheiß Waffe weg! Dein Glück. Greifen aber auch nicht an. Ey, das kann nicht sein. Das war offensichtlich ein Bug, die wollten mich angreifen. Haben es nur nicht gemacht. Also man hat ja die Kampfgeräusche oder die Aggressionsgeräusche gehört, als ich bei Diego war. Das war offensichtlich ein Bug und auch letztes Mal, als ich drin war, hinter dem Tor, wollten die mich ja auch angreifen. Aber ich sehe gerade, nein, von denen hat leider keiner einen Schlüssel dabei. Das gibt's doch nicht. Ich glaube, da hinten war noch einer. Auf dem Weg ins Orkgebiet war auch noch ein Gardist. Habe ich überhaupt eine Pfanne irgendwo, wo ich braten kann? Ja, im alten Lager irgendwo. Das passt schon. Da tut mir ja keiner mehr was. Das ist hier eine Butler. Na, komm her, du Blutfliege. Ey! Ich war gerade echt zu schnell. Ich habe gehauen und gedacht, ja, wird schon passen und gleich die Waffe weggesteckt. Hat halt nicht gepasst. Genau hier war immer einer. Der ist wohl weg. Den habe ich wohl schon umgelegt. Okay. Gut. Dann trinke ich mal nochmal so einen Sprinttrank. Was ist mit dem Horn? Hä? Was war das gerade? Habe ich das gerade geblasen oder was? Oder getrunken? Okay, man kann das Horn blasen. Ist ja lustig. Wusste ich gar nicht. Mal noch eben so einen Trank hinterkippen. Und
Dann hätte ich hinten noch die Gardisten umzulegen. Genau. Ich überlege gerade, ob es hier noch was... Ja, hier gibt es noch was. Nämlich eine Quest, die ich, glaube ich, beim nächsten Mal dann beginnen werde. Ich schätze mal, sie wird mich dahin führen, wo ich ohnehin noch hingehen wollte. Von daher spare ich mir das vielleicht auch fürs nächste Mal auf während der Quest dann. Und zwar ist hinten beim Strand, da wo ich mich mit den Feuerwehrmann mal angelegt habe, da ist noch ein Turm mit einem Ding drunter, habe ich gelesen. Und da gibt es eine Nebenquest, die erst mit einem der neueren Patches dazu kam in das Spiel. Und die wohl ganz lustig sein soll. Genaueres weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass sie nicht notwendig ist, um das Spiel durchzuspielen. Aber da ich hier alles mitnehmen will und diese Quest noch nie gemacht habe, möchte ich das gerne tun. Willst du kämpfen? Nee, willst du nicht. Alles klar, keine weiteren Fragen. Komm schon, einer von euch hat jetzt aber so einen Schlüssel, oder? Wer ist das? Fletcher? Fletcher, alter Junge. Hey du. Wenn du dein Schutzgeld loswerden... So, und warum nicht? Weil ich gar nicht da bin. Ach so. Wie kommt es dann, dass wir beide uns unterhalten? Neck ist verschwunden. Hä, was? Ist er wieder da? Nein, warte mal. Der ist verbuggt. Was ist mit dir? Warum greift ihr mich alle nicht an? Ach so, natürlich. Ich weiß warum. Die sind nur im 5. Kapitel böse auf mich. Jetzt ist aber das 6. Kapitel. Naja, ich tu mal so, als wärt ihr böse auf mich. Das wäre noch das 5. Kapitel. Leider hatten auch die beiden keinen Schlüssel dabei. Ob es wohl die Torbrückenwachen haben? Wahrscheinlich nicht. Ein Versuch ist es wert. Oder habe ich die schon umgelegt? Die habe ich schon umgelegt. Alles klar. Dann hätte ich hier noch einen Scavenger im Angebot. Oh Mann, das ist ja super. In jedem Kapitel spawnen hier neue Gegner. Das heißt, ich könnte mich jetzt hier komplett überall nochmal umschauen. Ist ja gut. Oh mein Gott, und mir fällt gerade noch was ein. Hier da oben, da wo ich mit Diego den Troll besiegt habe, da gab es ein Banditenlager. Jaha. Und jetzt bin ich endlich stark genug, um mich mit den Typen anzulegen. Jahaha. Und was glaubt ihr, was ich wohl nächste Folge tun werde? Hehehehe. Genau. Ich lauf mal dahin. Und ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, warum mich die Quests nicht dahin geführt haben. Es gibt auch noch eine andere... Vielleicht ist es ja so eine Sumpflager-Quest oder so. Oder eine alte Lager-Quest, das kann ja sein. Dass ich die im neuen Lager nicht kriege. Das ist möglich. Kann ich nicht ausschließen, aber ich denke mir, wenn ich schon mal hier bin, dann schaue ich doch mal da vorbei. Ich werde doch da bestimmt ein bisschen Loot finden. Ja genau, hier hat Diego auf mich gewartet. Mal schauen, ob es da noch neue Gegner gibt. Interessant zu sehen, die Goblin-Keulen liegen immer noch da. Streitkolben. Und da ist ein Troll. Das ist ja super. Hey, Troll! Das klappt irgendwie nicht. Warum klappt das nicht? Ach so, natürlich, weil Trolle immun gegen Magie sind. Dumm die dumm und offiziell macht Magie Schaden. Und deswegen klappt das nicht. Aber ich habe doch hier, wenn mich nicht alles täuscht, Innos Zorn. Damit sollte das funktionieren. Na komm her, du Troll. Ich frage mich echt, warum der neu spawnt. Nein! Nicht draufschlagen. Täusche ich mich oder habe ich letztes Mal bei dem Troll mehr Schaden gemacht? Keine Ahnung. Vielleicht spawnt er ja neu, damit ich für die Quest mit dem Ork-Typen, mit dem kaputten, also mit dem verletzten Ork, der seine Medizin braucht, auch hier nochmal einen Troll finden kann. Da habe ich ja die Power eines Trolls gebraucht. Allerdings frage ich mich gerade, warum der gerade so viel schwerer war als der andere. Vielleicht war der andere doch ein kleinerer. Oder so. Ich glaube, der andere hat auch weniger Erfahrung gegeben. Ich weiß es nicht. Vielleicht waren es auch nur 1000.
Der hier war gerade über 2000. Ist hier denn schon ein Bandit? Nein. Aber ihr seht. Da ist ein Bandit. Und er haut von mir ab. Und was gäbe es eine bessere Möglichkeit, an dieser Stelle die Folge zu beenden. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, wenn ich Banditen verprügle. Tschüss.